Damit sind wir am Ende dieser letzten Regierungspressekonferenz von Ihnen, Herr Seibert. Das war heute Ihr 1165. Besuch hier in der Bundespressekonferenz, 96 Mal in Briefings, 11 Mal gemeinsam mit der Kanzlerin und 1058 Mal in dieser Regierungspressekonferenz. Und es war heute voraussichtlich, nicht, dass Sie am Freitag wiederkommen müssen, erstmal Ihre letzte. Sie haben diese Aufgabe, das haben wir ja eben schon gehört, über 11 Jahre ausgeübt und sind mit der längst gediente Sprecher einer deutschen Bundesregierung. Wahrscheinlich hätten Sie selbst nicht gedacht, dass Sie das so lange mit uns hier aushalten. Als Sie am 16. August 2010 das erste Mal hier saßen, hat die Begrüßungsworte der damalige Vorsitzende der Bundespressekonferenz, Werner Gößling, vom ZDF gehalten. Heute ist es wieder einer vom ZDF. Das ist vielleicht Zufall, aber irgendwie passt es ja. Der Kreis schließt sich also. Wir haben es Ihnen nicht immer leicht gemacht hier. Wollten wir auch gar nicht. Unsere beiden Rollen, die des Regierungssprechers und die der Journalistinnen und Journalisten, die über die Regierung berichten, sind nicht immer konfliktfrei. Aber das ist für keinen von uns wirklich überraschend. Nicht immer waren Ihre Antworten auf unsere Fragen wirklich erschöpfend. Nicht immer waren wir mit Ihren Antworten zufrieden. Aber auch das gehört ja wohl zu den verschiedenen Rollen, die wir hier einnehmen. Und zugegeben, nicht immer waren alle Fragen von tiefer journalistischer Tragweite. Gerade die letzten anderthalb Jahre waren in dieser Hinsicht eine besondere Herausforderung. Lieber Herr Seibert, ich möchte Ihnen heute für die letzten 11 Jahre danken. Und zwar, weil Sie unsere Rolle als Journalistinnen und Journalisten, die Rolle der Bundespressekonferenz, immer geschätzt und das auch öffentlich betont haben. Die Unabhängigkeit unserer Berichterstattung von der Politik, die Pressefreiheit, die hier in der Bundespressekonferenz ihre Herzkammer hat, ist eine Stärke unserer Demokratie, eine Stärke, die Sie immer verteidigt haben. Heute, nach Ihrer letzten Regierungspressekonferenz, darf ich vielleicht aus einem Gespräch berichten, das wir zu Beginn der Pandemie geführt haben, in dem es um die für uns als Bundespressekonferenz sehr schwierige Entscheidung einer ausgedünnten Regierungspressekonferenz ging. Sie haben damals einen Satz gesagt, den ich Ihnen persönlich, aber auch im Amt hoch angerechnet habe. Sie haben nämlich gesagt, ich komme immer. Und damit den Wert zum Ausdruck gebracht, den Sie unserer Institution gegenüber entgegenbringen. Der Vorstand der Bundespressekonferenz hat sich gefragt, was man einem Regierungssprecher nach über 11 Jahren schenken kann. Bei Ihrem Antritt haben Sie von den vielen Büchern erzählt, die Sie über das Amt des Regierungssprechers und des Regierungsbetriebes in Berlin geschenkt bekommen haben, und darüber, dass Sie diese wohl erstmal aus Zeitmangel nicht lesen werden können. Auch wir haben damals ein Buch geschenkt. Heute sparen wir uns das. Und vielleicht sind ja von damals noch welche übrig. Heute wollen wir Ihnen gerne etwas Praktisches und etwas Schönes schenken. Steffen Seibert kocht gerne. Fragen Sie jetzt nicht, woher wir das wissen. Hobbyköche wissen, Kochen macht den Kopf frei und ist entspannt. Aber als Hobbykoch weiß man auch, dass es nichts Nervigeres gibt als stumpfe Messer. Dann geht es nicht voran, es ist alles kompliziert, das Vergnügen wird mühsam. Das ist irgendwie so wie in der Regierungspressekonferenz, wenn das was selten vorkommt, Fragen und Antworten irgendwie flau erscheinen. Jetzt wollen wir Ihnen aber kein Messer schenken. Stellen Sie sich mal die Schlagzeile vor. Seibert bekommt von der Bundespressekonferenz ein Messer und jeder denkt in den Rücken. Also das wollen wir uns dann heute doch lieber ersparen. Nein, die Bundespressekonferenz will Ihnen heute einen Messerschleifer schenken. Aber nicht irgendeinen, sondern einen hübschen und praktischen zugleich. Dieser Rollenschleifer, zufällig fast in der Optik unserer Holzvertäfelung, soll Sie an uns erinnern, an scharfe Fragen und dass wir uns hin und wieder ein paar schnittigere Antworten gewünscht hätten. Danke für die letzten 11 Jahre. Danke für Ihren Beitrag zur Pressefreiheit und für die Demokratie. Ja, jetzt hören Sie vielleicht das ein oder andere nochmal, nur eben von mir. Also, die Zahl, auf die waren wir auch durch eigene Ausrechnung gekommen, irgend sowas wie 1065 Regierungspressekonferenzen. Also man übersetzt das, glaube ich, besser nicht in Stunden und Tage, die wir hier miteinander verbracht haben. Ich will versuchen, es einigermaßen kurz zu machen. Erstens und von Herzen danke ich der Bundespressekonferenz.
Ihnen allen, die Sie die Bundespressekonferenz ausmachen, ganz besonders aber den Mitgliedern des Vorstands, die, das weiß vielleicht nicht jeder, neben ihrer journalistischen Arbeit her hier ehrenamtlich mit viel Einsatz die Sache am Laufen halten. Ich danke auch Frau Kreuzmann und Frau Bjoska aus dem Büro. Ich bin hier wirklich immer sehr gerne hergekommen. Das müssen Sie mir einfach glauben. Ich weiß, dass ich nicht immer so ausgesehen habe auf den Fernsehbildern. Das ist mir aus meiner Familie regelmäßig wiedergespiegelt worden. Das Dumme bei mir ist, dass wenn ich sehr konzentriert bin, ich auch sehr grimmig gucke. Das ließ sich nicht abstellen, 11 Jahre lang. Aber ich bin wirklich sehr gerne hierher gekommen, habe immer versucht, wenigstens 2 der 3 Regierungspressekonferenzen in der Woche zu übernehmen, weil das für mich eine zentrale Aufgabe eines Regierungssprechers ist und weil es auch der Bedeutung entspricht, die die Bundeskanzlerin dieser Veranstaltung beimisst. Also glauben Sie es mir. Zweitens, ich danke meinen Kollegen und Kolleginnen hier auf der Sprecherbank und auch denen, die jetzt pandemisch seit einigen Monaten in den ersten Reihen sitzen müssen. Sie haben mich oft genug mit souveräner Ressortfachkenntnis gerettet. Und manchmal haben Sie mich auch sanft korrigiert. Ich habe von Ihnen viel gelernt und einige habe ich für Ihr Können auch still bewundert. Dafür vielen Dank. Und das bringt mich zu drittens. Die Regierungspressekonferenz hat, Sie haben es schon angedeutet, ihre guten und ihre schlechten Tage. Manchmal sind die Medien anschließend voll von dem, was wir hier gesagt haben. Und manchmal ist es eher unergiebig. Und das kann dann an Fragen und an Antworten liegen. Aber immer ist diese Regierungspressekonferenz, das war jedenfalls immer die Haltung, die ich hatte, ein gutes Stück Demokratie. Sie laden ein, Sie fragen, wonach Sie fragen wollen und solange Sie fragen wollen. Und das gibt es nicht in Frankreich, nicht in Italien, nicht in Spanien. In vielen europäischen Demokratien gibt es das nicht. Was es in den meisten Ländern gibt, sind Regierungen, die meist nach ihren Kabinettssitzungen eine Pressekonferenz anbieten und die dabei selber bestimmen, wer fragt und wie lange. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass das System der Regierungspressekonferenz, wie wir es hier haben, in der Regie der Journalisten das bessere System ist, gerade aus Sicht der freien Medien. Und deswegen verstehe ich nicht, warum so viele Mitglieder der Bundespressekonferenz diesem Format so dauerhaft fernbleiben. Warum hier regelmäßig mehr Sprecher als Journalisten erscheinen. Das hat nichts mit der Pandemie zu tun, das war nämlich schon vorher so. Ich verstehe nicht, dass die großen Fernsehsender, die großen Agenturen, die großen Medienverbünde, die sich in den letzten Jahren hier in Berlin gebildet haben, es nicht regelmäßig 3-mal die Woche schaffen, einen Journalisten hier 1 Stunde hin zu entsenden. Ich würde mir wünschen, dass es so ist. Ich fände es wichtig, dass hier im Saal die Hauptstadtpresse einigermaßen vertreten ist, damit die Veranstaltung keine Schlagseite bekommt. Und in dem Zusammenhang, wir haben es hier immer wieder auch mit Vertretern internationaler staatlicher Medien zu tun oder deren Ablegern, die hier eine journalistische Freiheit nutzen, die sie bei sich zu Hause nicht gewähren, die dort unterdrückt wird. Es gibt gute Gründe, warum auch solche Medien hier zugelassen sind und warum sie Fragerecht haben. Und das unterstütze ich auch. Nur vergessen wir nicht, wie sie zu unserer Demokratie stehen und mit welchem Auftrag sie hierher kommen. So, viertens und letztens, Ihnen allen, den Journalisten im Saal, den Journalisten, die möglicherweise zugeschaltet sind, wünsche ich alles Gute, wünsche ich Gesundheit, wünsche ich anregende Zeiten mit der neuen Bundesregierung. Meinem Nachfolger, meinen Nachfolgern wünsche ich alles Glück und viel Erfolg. Ich werde ja in Zukunft kein Insiderwissen mehr haben. Ich werde also wie die allermeisten Bürger ganz von der Qualität Ihrer Berichterstattung abhängen. Und deswegen wünsche ich mir sehr, dass Ihre Berichterstattung so gut bleibt, wie sie bisher war. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Wenn sich ein Wiedersehen ergibt, wäre es schön. Ansonsten leben Sie wohl. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank, Herr Seibert. Mein Dank gilt auch den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien, die wir vielleicht zum Teil aufgrund der Übergangsphase noch etwas länger sehen werden oder auch nicht. Das werden wir dann feststellen in der nächsten Regierungspressekonferenz, die am Mittwoch fällt aufgrund der Kanzlerwahl erstmal aus. Ich danke Ihnen und wünsche einen schönen Tag.
Danke hierfür.